Ey, liebe Leute, tut mir doch mal den Gefallen. Werft in die Luft, was ihr irgendwie an Handys irgendwie gerade um euch fliegen habt. Fangt es wieder auf, damit ihr den Stream weitergucken könnt oder diese Sendung weiterhören könnt. Klappert in die Tastatur, wenn ihr wollt. Ich check auch den Chat zwischendurch und freut euch jetzt auf eine Ausgabe Plattengeschichten mit FAC. So, schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, Albert. Ja, aber hallo, auf jeden Fall. Ja, haben wir auch ein paar Tage dran gestrickt. Ich freue mich ja drüber. Das ist ja so ein Format, die Plattengeschichten, die machen wir ja so einmal im Monat im Schnitt. Und ich glaube, wir sind auch jetzt locker bis ins nächste Jahr schon irgendwie voll so Ich fand mit weiteren die Gästen. Anfrage kam auch professionell Ja, frühzeitig. natürlich. Und professionell frühzeitig anfragen sind wir Vier, super. fünf Monate im Die Voraus. Streams, rechtzeitig starten, ist dann so ein zweites Thema, aber egal. Nein, ich bin total gespannt, was du heute mitbringst. Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange in dem Sinne. Wir haben uns kennengelernt übers Reset, so, Das ist ne? richtig. Genau, ganz liebe Grüße im Übrigen auch raus. Wir senden auch gerade unter anderem auch auf der Facebook-Seite von den Guten. Ist ein fantastischer Verein. So, muss man, glaube ich, gar nicht so leise sagen. Geht auch in laut. Ich hoffe im Übrigen sowieso, dass man uns ganz gut hören kann. Wenn nicht, beschwert euch im Internet. Beschweren im Internet, so rumtrollen, ist ein ganz großer Sport, habe ich mir sagen lassen. Gut. Genau, da habe ich dich kennengelernt. Und ehrlich gesagt, das erste Mal habe ich dich in einem Vollbart auflegen hören, glaube ich. Oder zumindest bewusst. Das war das Ding in, weißt du noch, diese Donnerkuppel, die da irgendwie weggezogen worden ist in Ja, in Senden. Senden. Ja, fand Radio ich. Senden. Ja, genau. Fand ich Ja. mega nice. So. Ja, geil. Haben wir Das war auch vorher eine auch. schöne Geschichte vorher mit dem ganzen Technik-Stuff da in deinen Wagen laden und so. Ja, Ging schon intensiv los. auf jeden Fall. Nein, das war sehr schön. Und was mich da halt auch total gefreut hat, war die Bandbreite, mit der du den Sound da irgendwie bedient hast. Deswegen, das stimmt mich ja vorfreudig auf das, was wir da so heute vorhaben. Willst du erst was zu der Platte sagen, die du gleich auflegen möchtest, oder wollen wir sie erst anspielen? Ich kann ja zwei Sätze dazu sagen. Ja. Du hast es angekündigt. Das ist ja einerseits total schön, andererseits vielleicht auch schwierig als DJ. Ich habe mich wenig auf ein Label festgesetzt oder irgendwie auf ein gewisses Genre. Ist doch Viel gut, dabei, ist doch gut. weil einfach viel Musik schön ist. Ganz simpel. Und ich würde jetzt einfach mit so einer ganz, ganz entspannten Nummer starten. Ich Bin bitte gerade schon dich. entspannte Stimmung hier. Jetzt würde ich das nochmal ein bisschen toppen. Ich weiß aber jetzt gar nicht, welchen Track ich spiele. Das ist gut bei den Platten, die nicht beschriftet sind und von beiden Seiten quasi gleich aussehen, ne? Aber Also, sind alle geil. Sind dazu muss alle man geil, von sagen, daher. Plattengeschichten sind nichts für Feiglinge. Wir hören nicht vor, wir legen die Nadel einfach drauf. Eine Leerlaufrille muss nicht getroffen werden, sie kann getroffen werden. Und wir haben heute insofern eine Premiere, dass ich das erste Mal die Plattenbürste professionell daneben gelegt habe. Aber du warst ja schon gut vorbereitet, du hattest ja selber eine dabei. Ja, habe ich nur So. gesagt. Nee, tatsächlich. Aber ich habe die lange vergessen und gesucht. Und sie war im Plattenkoffer selbst. Ja, Was ich gut ist. vergesse sie auch jedes Mal. Aber irgendwie, wenn man eh seine Platten die ganze Zeit anfasst und damit Schindluder macht, dass andere irgendwie auch denken, oh Gott, diese Banausen, dann sind, naja, so Nadelbürsten sind noch cool. Nadelbürsten Auch sind gut. cool, ja. Besser ist der Nadelbürsten sind. Zeigefinger, der fettige, mit dem man vorher noch eine Pommes gegessen hat. So. Aber Definitiv. auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Ja, Ich leg mal einfach drauf. mach mal, Dann ich hören wir, erzähle. dann finden wir heraus, welcher Track es ist. Mach mal, ich erzähle in der kurzen Zeit noch so einen kleinen Pausenwitz oder sowas. Bin ja hier für die Überleitung verantwortlich. Lange Rede, kurze Geschichte. Falls ihr die Plattengeschichten noch nicht kennt, ich habe da das glorreiche Vergnügen. Ich lade mir eigentlich immer so ein paar Opfer ein, die, also in Anführungszeichen, die mir ein bisschen was dazu erzählen, was sie so musikalisch irgendwie bewegt und antreibt. Und gerade bei DJs, und in dem Fall darf ich das bei dir, glaube ich, auch so sagen, wir gehören ja normalerweise nicht zu der hart moderierenden Zunft, die großartig erklärt, was sie da gerade irgendwie kurz nach eins bis irgendwie spät früh in den Morgen irgendwie hinter den Decks irgendwie fabrizieren. Und umso besonderes finde ich es halt, wenn man da halt, ja, wie soll ich sagen, vielleicht mal den ein oder anderen Hintergrundeinblick kriegt. Und jetzt habe ich aber auch, das war gar nicht so witzig, was ich erzählt habe, das war richtig brühernst, ne? So, ja. Ja, dann lege ich mal die Nadel in die Rille. Oh, das war doch schon gut. Stets bemüht. Okay. Dann hören wir erst rein und dann erzählst du? Ja, ne? Viel Spaß bei den Plattengeschichten mit der Fassee. Thank you.
die Zeit genutzt. Ich hoffe, ihr nutzt die auch und haben uns ein bisschen Eis eingeschenkt. So, jetzt musst du verraten, was das gerade... Ah, nee, ich moderiere jetzt noch ein bisschen, bis du die Platte weggepackt hast. Okay, gut. Okay. Also wir haben im Übrigen auch eben noch geklärt, der gute EVC heißt mit Vornamen auch Jan und das werde ich jetzt auch gnadenlos ausnutzen. Diese Geheiminformation liegt jetzt auch bei euch. Lieber Jan, was haben wir denn da gerade gehört? Track kann ich dir nicht sagen. Das war sehr schön eingerufen. Ich kann dir das Album sagen, das ist die Band Golden Retriever, wie der Hund. Okay. Capablanca heißt das Album. Ich kann dir wirklich nicht sagen, und ich kann es gar nicht in meinem Kopf rekonstruieren, wie ich diese Musik gefunden habe. Und das ist ja auch manchmal sehr schön. Das wäre jetzt auch die nächste Frage, die ich gehabt hätte, so auf jeden Fall. Ja, okay, ist ja Groover für heute. Jetzt so der Starter quasi für unser Plattengeschichtenmenü. So. Wenn du auflegst, legst du aber eigentlich eher auch in Richtung noch ein bisschen schneller und ein bisschen für Viertelliga auf, ne? Ja. Was ist da so deine liebste Musikrichtung, die du so favorisierst, wenn du darfst? Ja, klar. Ich hoffe, ich darf. Hausmusik, auf jeden Fall. Also, so musikalisch bin ich auf jeden Fall divers unterwegs. Du hast es gesagt, so, wir haben uns in diesem Reset e.V.-Kontext kennengelernt, wo es eben mehr Weltmusik ist, mehr Disco, mehr Funk, Soul, ich liebe all das. Aber ich lege auch sehr gerne im Club auf und die Musik, die mich dann quasi wirklich zu den Platten, zum Auflegen gebracht hat und irgendwie so die Perspektive, ich will DJ sein, also will ich in den Club, das ursprünglich mal im Kopf natürlich auch, war Hausmusik. Okay. Wie bist du zu Hausmusik gekommen? Jetzt übers Tanzen oder wie war die Berührung da für dich? Über Freunde, das war so Ende der Schulzeit, wenn man dann mal ab und an in Clubs gegangen ist, wo die Musik nicht gut war. Und ich hatte auch lange gar keinen Bock auf Feiern gehen tatsächlich. Ich war relativ lang noch irgendwie so im Rockmodus. Okay. So komplett dann, lange Haare und so ein Zeugs oder was? Ja, bemüht so. Okay. Bemüht lange Haare. Ich würde sagen, das ging dann irgendwie so mit 17, 18 los, dass man dann irgendwo vorgetrunken hat und irgendwer hat dann angefangen, ne? Dann so mit so einem Laptop und dann irgendwie so ein Controller und los geht's und dann ab nach Bielefeld ins Stereo. Das war früher der Plan. Und darüber bin ich dann erstmal so in so richtig klischeehaften Pop-Deep-House reingekommen. Einfach so als erste Musik und hab dann schnell gemerkt, dass das in Ordnung ist, aber dass es zum Glück noch ganz viele andere Sachen gibt, die ich viel lieber mag. Und darüber ist das Ganze losgegangen. Okay, krass, auf jeden Fall. Und dann hast du irgendwann gedacht so, will die Mucke auch zu Hause haben, will auch Platten kaufen und... Das hatte ich schon, bevor das mit dem Auflegen irgendwie präsent war. Ah, okay. Also ich bin spät auf Vinyl umgestiegen und darauf Vinyl zu kaufen. Ich hab sehr früh als Kind mir schon einen Amazon-Account gemacht und echt CDs ohne Ende bestellt. Also ich habe, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit 11, 12 angefangen, mein Geld für CDs und so auszugeben. Okay. Die ich natürlich jetzt alle nicht mitbringen kann. Ja, alles gut. Hast du die denn noch? Die habe ich noch, ja. Okay. Also manche sind in anderen Autos verteilt. Also vielleicht kennst du das, ist ein bisschen schade. Ich hatte halt dann eine schöne CD-Auswahl und ich habe dann auch versucht, alle CDs halt nochmal zu brennen fürs Auto. Ne, damit, wenn sie mal irgendwie, wenn du über Bordsteinen fährst oder sowas, sodass die CDs halt heile bleiben. Aber die sind dann irgendwann halt so, hier kannst du, wir fahren da und dahin, bringst ein bisschen Musik mit. Ja, und dann waren sie ganz schnell in vielen Autos und deswegen fehlen ein paar. Okay. Aber ist okay. Ja, klasse. Ich freue mich, dass du heute da bist. So, wir hatten ja auch das glorreiche Vergnügen. Ich durfte dich ja auch einladen zu Love the Tune in Schlossgarten hier. Das war mega schön. Danke. Richtig, das schöne Sache. Danke war auch nochmal. Mega schön. So. Also ich habe mich halt auch da gefreut, dass du da so ein sehr variantenreiches Set gespielt hast. Was nicht heißt, dass ich nicht Hausmusik auch pur mag. So. Und die Facetten und Schubladen sind da ja auch echt breit gesteckt in diesem Genre. So, das ist ja gerade schon angesprochen, so in der Form. Was hast du für eine nächste Platte dabei? So. Weil wir jetzt gerade so ein bisschen über Club und Haus sprechen, ich habe so zwei Platten dabei, wo ich sagen würde, so, das ist so die Hausmusik, die mich am Anfang geprägt hat und wo ich dann irgendwie
darüber irgendwie so mir den Kosmos drumherum gebildet habe. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, mit welcher ich anfange. Überleg kurz. Vielleicht mit der Älteren einfach. Ja, klar. Ich heb die mal schon mal einmal hoch. Irgendwo ist eine Kamera, die drauf zeigt. Genau, im Radio kann ich euch sagen, ihr verpasst nicht viel. Man sieht nicht so viel. Der Klassiker bei Maxi-Singles, schön im weißen Cover. Ja, So. dazu aber vielleicht doch noch eine kurze Anekdote. Also ich werde gleich Andres auflegen. Ja. Chicago House. Okay. Ja, was für mich so der klassische, straighte House-Sound ist. Du hast so ein bisschen Hip-Hop mit drin, du hast ein bisschen Gospel-Elemente mit drin, würde ich sagen. So, das ist so richtig, ja, was sich einfach so richtig authentisch und real anfühlt. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich diese Musik entdeckt habe, weil ich glaube, sonst, wenn man irgendwie so am Diggen ist, ob man das jetzt analog macht oder digital macht, man braucht ja irgendwie so ein paar Ankerpunkte, sonst bleibt man Auf irgendwie in so jeden einer Fall. kleinen Sphäre hängen. Auf jeden Fall. So, und dadurch bin ich dann auf jeden Fall auch einfach in der Hausmusik so 10, 20 Jahre dann auch zurückgegangen und habe darüber sehr viele Sachen entdeckt, die mich dann wieder woanders hingebracht haben. Deswegen war das auf jeden Fall eine wichtige Platte. Ich habe sie wegen der A-Seite gekauft. Nur for Use da drauf, aber die B-Seite ist so geil, dass ich die B-Seite spielen würde. Natürlich. Der Track heißt Jazz Dance. Okay, cool. Ich finde es total spannend heute. Ich habe halt mit Hausmusik echt wenig Berührung. Also ich meine, wir haben ja einen gemeinsamen DJ-Bekannten in dem Sinne, Noel, der auch schon ein paar Mal bei den Plattengeschichten mit dabei war, der auch noch in Richtung Techno und so weiter dann hart auch unterwegs ist, also auf eine nette Art. Und ich finde es halt, also gerade bei ihm, mit ganz lieben Grüßen, falls du das hörst, Noel, gerade, so fand ich es halt auch total, total, total spannend, wie soll ich das sagen, wie breit der Gute aufgestellt war. Also, und ich finde auch gerade bei Hausmusik, da ist ja die Verwurzelung zur schwarzen Musik einfach ja nicht zu negieren, ne? Und was ich auch total spannend fand, war eben auch dieser Protestgedanke, der ja auch ganz lange Zeit dabei war, ne? Also der ja aus der Schwulen- und Lesbenbewegung zum Teil kam oder aus der schwarzen Bewegung, um sich so ein bisschen auch abzugrenzen. Das war deren Sound, ne? Ja, So voll. in den Warehouses. So ist vielen heute gar nicht so bewusst, glaube ich. Aber das sind die Wurzeln und ich finde es sehr, sehr cool. Das sind tolle Wurzeln, ja, definitiv. Und ja, sollte man sich auf jeden Fall manchmal vor Augen führen, dass eben sehr, sehr viel der heutigen Musik, die wir hören und konsumieren, ursprünglich Black Music ist, Ja, ne? Und da gab es ja zum Glück auch mal ein paar. danke für die Hausmusik auf jeden Fall. Ja, da gab es ja schon diverse Fotos von Leuten, die ihre Plattenregale aussortiert haben mit, das ist jetzt der Rest weiße Musik in Anführungszeichen, den ich euch jetzt hier vorspielen Bleibt könnte. nicht mehr viel Gutes. Ja, also hat schon viel, viel drin. So. Ja, ich bin gespannt. Andres, Chicago. Müssen wir mal gerade checken, ob 33 oder 45. Alles gut. Das fühlt sich richtig an. Dann lassen wir sie mal so laufen. Viel Spaß, Plattengeschichte. Thank you.
Andreas. Sehr schöne Scheibe, sehr, sehr schöne Scheibe im Übrigen. Was ich eben nochmal quasi, also die wahren Plattengeschichten funktionieren manchmal halt auch, leider, wenn das Mikrofon aus ist. Ich hoffe, ihr könnt Lippen lesen. So, aber was ich auf jeden Fall nochmal eben sagen wollte, war, ich finde es ja total spannend. Wie gesagt, ich habe mit Haus eigentlich nicht viel am Hut. Du kannst heute hier komplette Missionsarbeit irgendwie leisten. Aber die Berührung kam bei mir halt relativ schnell eben durch solche Leute wie Kenny Dope Gonzalez, der zum Beispiel auch nicht nur Hip-Hop produziert hat, sondern eben halt auch bei Masters at Work neben Lil Louis Vega halt ein be wie riesiger Bestandteil war. Oder DJ Spinner zum Beispiel, den ich auch total feiere, der auch House auflegt und Hausproduktionen hat. Also da war ja eine Zeit lang auch überhaupt keine Grenze so gefühlt. Und irgendwann ist das dann so passiert, hatte ich dann das Gefühl, dass man da irgendwie eine zieht. Und ich finde es irgendwie schön, oder sagen wir es mal so, ich arbeite halt auch intern so ein bisschen daran, dass es diese nicht gibt. Gut. So, nein, jetzt, das war ja auch unter anderem ein Grund, warum ich dich auch zur Love This Tune eingeladen habe, weil ich finde, dass, wie soll ich das sagen, eben die Wurzeln, die liegen alle recht nah beieinander. So, was dann hinterher draus wird, ist dann eine Sache. Und ich finde es ja halt auch Wahnsinn, was dann auch passiert, wenn man sich dann miteinander auf einmal unterhält. Also deswegen, ich freue mich tierisch über diese Plattengeschichten, wie ich schon eben über Noel gesagt habe. Ich habe da immer nur gelernt. So, ich will lernen. Ja, von Noel habe ich auch viel gelernt. Auf Ganz liebe jeden. Grüße auch von mir noch einmal raus. Ja. Ja, krass. Also das, was wir gerade gehört haben, hast du gerade so noch in den letzten Zügen der Rille gesagt. Das ist ein Repress in dem Sinne. Also Kumpel Bescheid gegeben, schnell irgendwie noch geordert. Ja, also ich hatte Andres und auch den besagten Track auf der A-Seite, den man jetzt nicht gehört hat. Ja. Moments in Life heißt der. Ich glaube, das war 2012 rum oder so. Ja. Bei Discogs, der war also highest selling Platte so in etwa. Okay, Das ging ja. richtig ab. Ja, und dann für die war, ich weiß nicht, ich glaube, da ging nichts unter 40, 50 Euro. Ja. Ja, und dann kam Repress raus und da hat mir ein Kollege geschrieben und dann war ich zum Glück auch mal schnell genug. Ich Ich bin bin häufig genug, dass ich dann solche Nachrichten sehe und ah ja, mache ich und dann. persönlich auch überhaupt gar nicht, wie soll ich das sagen? Ich finde, sich Platten als Repress zu holen, gerade hier in der Sphäre, in der wir leben, wo du jetzt auch nicht über den Flohmarkt gehst und solche Dinge halt mal öfter siehst, sondern wo du schon extremst graben musst, so manchmal oder sehr viel Porto zahlen musst, damit du die Scheiben dann auch noch kriegst, finde ich sowas überhaupt nicht verwerflich. Da geht es ja eher darum, man will ja den Sound haben und in dem Fall, du spielst im Club ja auch Vinyl, ne? Ja, Oder spielst du auch also im Club Vinyl? Jetzt erstmal als Frage formuliert. so So, rum, oder machst du das nur, dann wenn ich kann dich ich auf jeden Fall ja sagen. trompete? Wenn du so fragst, ja. Also ich bin nicht Vinyl-Only-DJ. Ja. So, also ich habe auch digital hauptsächlich angefangen. So, das habe gesagt damals da mit, oder? Irgendwie 12. Stufe oder sowas. Ja, hallo, So mit aber 17, 18, da war halt nichts mit Plattenspielen, ne? Da war irgendwie so Controller und da fand wie. ich mich schon cool, als ich meine USB-Sticks und meine CDJs so im Zimmer hatte und denke mir so. So Leute, hier, das ist nicht mit Display und so. Ja, und dann ist das zum Glück auch mit dem Sammeln und allem mit Vinyl mehr geworden. Aber ich Hey. hatte auch, ich glaube, bis vor 2,5 Jahren hatte ich nur einen Plattenspieler. Ja, aber das ist ja So immer. normal. Und ja, ich wollte, also ich hatte schon den Anspruch, dass ich zu Hause ein, zwei Mal übe, bevor ich in den Club gehe und dann an zwei Turnies stehe. Ja gut, also bei mir war es so, ich hatte auch am Anfang natürlich nur Kohle für einen Plattenspieler und dann in dem Fall Tape Deck laufen lassen, um dann Beatmatching zu üben oder solche Geschichten Ja. oder irgendwas anderes. Aber ich bin ja auch irgendwie steinalt, was das angeht. Deswegen bei mir ging ja gar nichts ohne Platten. Also hätte ich keine Platten gehabt, hätte ich keine Musik spielen können. Ne? Ja, Also krass. ich kann mich auch noch krass, das ist ja der Grund, warum Trust and Wax Trust and Wax heißt. Das ist ja in der Zeit entstanden oder einer der Gründe, in der gerade die CD quasi propagiert wurde, so Anfang 2000, Ende der 90er. So, und oh Mann, war das schwierig. Da gab es auch nur blöde Pressungen zum Teil irgendwie und es wurde überhaupt kein Wert mehr drauf gelegt. Und gleichzeitig waren CDs am Anfang noch ein bisschen günstiger. So, und das war schon, also ich konnte schon verstehen, warum manche Leute da halt später vielleicht gesagt haben, nee, ich nehme jetzt erstmal nur CDs. Ich konnte es aber auch nur kurz verstehen. Und sorry, schon ein bisschen subjektiv heute.
Nein. Hey, sehr fein, sehr fein, sehr fein, auf jeden Fall. Hast du denn andersrum auch Berührung Richtung Hip-Hop gehabt, mal ganz blöd gefragt, wenn ich jetzt irgendwie schon mich eben geoutet habe, als, also nicht geoutet, aber mich erklärt habe im Sinne von, hey, DJ Spinner und Kenny Dope oder sowas in der Richtung. Also du hast ja zumindest den Schlag über die Samples wahrscheinlich zum Funk Soul, ne? Ja. So, und Disco, so Ja, in der voll. Richtung. Genau, also Oder hast du das zuerst gehört? Das kam wahrscheinlich bei dir doch auch durch das Hören von Hausmusik, oder nicht? das kam viel durch das Hören von Hausmusik. Ein, zwei Freunde, die auch Hip-Hop gehört haben, wo ich meistens nicht ganz so viel mit dem Rap an sich anfangen konnte. Es war Deutschrap, den ich einfach nicht so mag. Aber ich konnte dann eben über die Beats damit schon was anfangen. So, ne? Ja. Und Thema Sampling, genau. Also ich habe auch eine Hip-Hop-Beats-Platte dabei, tatsächlich. Okay. Natürlich nur für dich Oh. eingepackt. Nee, aber auch, also ich habe sie mir jetzt natürlich gerade auch gekauft. Nein, ich besitze sie ja. Ich besitze sie ja aus freien Stücken und auch gerne schon seit 3, 4 Jahren. Hip-Hop-Beats, gerade wenn es geile Instrumentals sind, wenn es so Funk-Soul Anstrich hat, sage ich jetzt mal, dann bin ich eigentlich fast immer dabei. Also ich bin gerne bei Hip-Hop-Instrumentals dabei, einfach straight to Beats, so 2 Minuten Tracks, kurz zurücklehnen, finde ich schon, das finde ich schon sehr geil. Und ja, also für mich, ich finde es halt spannend, wenn du das halt eben auch so bestätigt hast. Für mich war Hip-Hop halt als Sample-Disziplin, zumindest damals, wirklich der Türöffner für ganz viele andere Genres. So, also ich bin über Hip-Hop im Endeffekt zu Funk, zu Soul gekommen. Disco, ehrlich gesagt, erstmal weniger. So, das kam später. Und mittlerweile mag ich es auch sehr gerne. Also ich muss immer aufpassen, dass ich nicht zu cheesy werde manchmal, was das angeht, aber. Oh, Disco wird schnell Ja, cheesy. Da ich muss man echt weiß, ich aufpassen. weiß. Ich habe vor kurzem noch einen Film gesehen, wo jemand damit getötet werden sollte, dass er auf einer Platte steht und Disco-Musik hören muss, die ganze Zeit. So, in 48 Stunden ist dein Kopf weich gekocht oder so. Nein, fand ich sehr geil. Aber nee, oder halt auch Reggae. So, ne? Das sind auch so Sachen, die für mich über das Sampling aus dem Hip-Hop heraus entstanden sind, als Grundgeschichte. So, auf jeden Fall. Ah, cool. Was würdest du noch auflegen? Wir haben ja ein bisschen Zeit noch, so. Wir haben ein bisschen Zeit, ne? Ich könnte ja jetzt erwähnte Hip-Hop-Beat-Platte, die ich mitgebracht habe, einfach mal spielen. Ja klar. Die du aus Damit das. nochmal, wir müssen das nochmal erwähnen, aus freien Stücken gekauft hast, Ja, die genau. nicht Nicht erst heute. nicht erst heute, nicht erst seitdem die E-Mail in deinem Kasten war, irgendwie, ey, hast du Zeit? Oh, jetzt brauche ich aber Hip-Hop. Was finde ich denn da? Wahrscheinlich hast du dich mental schon die ganze Zeit darauf vorbereitet, irgendwann hier zu sitzen. Ja, klar. Ja klar, was hast du für eine Instrumentalplatte? Von wem? Von One-Two, mit Ach diesem jo. wunderbaren Cover. Ja. One-Two ist sein Begriff. Ja, sicher. Ja, Ja, schön. klar. Er ist ein Deutscher, glaube ich, auch, oder? Oder nicht? Groove Attack, ja. Ja, ne? Ja. Ja, weil ich habe nochmal nachgeguckt, die ist hier über HHV rausgegangen. Deswegen war ich mir da nicht ganz so sicher. Aber One-Two ist ein Deutscher, ja, super geile Beats. Ich bin auch ein riesiger Fan von Brazil und Afro-Music. Ja. Also da hat er sehr viel gesampelt. Das Cover sagt es und zeigt es schon so ein bisschen. Das geht in eine tropisch warme Richtung und da bin ich eigentlich immer dabei. Und das Ganze entspannt mit super geilen Beats drunter. Ist Hammer. Leg ich auf. Mach ich. Ich freue mich. So. Die haben wir eben schon zum Eingang gehört. Deswegen weiß ich, was kommt. Freut euch drauf. Welches Stück? Maybe Beautiful hören wir jetzt. Wird ganz bestimmt beautiful. Viel Spaß mit den Plattengeschichten. I don't speak Brazilian, but see if you can understand me. You play, we sing, together, music, maybe beautiful. Thank you.
Los geht's weiter. Jetzt muss ich mich nochmal hart korrigieren. Also Twit 112. So, meine Güte, ist aber auch nah dran. 912 kommt aus Furtwangen in Baden-Württemberg, hat mit dem Kölner Twit 1 gar nichts in Anführungszeichen zu tun, außer dass sie sich wahrscheinlich kennen. So, und beide machen irgendwie ja, sehr schöne ja, Beats, so in dem Sinne. Segment Lofi oder so. Genau, ja, danke fürs Mitbringen. Danke, danke. So. Cool. Ach, das Schöne ist ja jetzt hier, der Abend ist ja jetzt komplett offen, ne? Jetzt können wir ja wirklich alles spielen, würde ich sagen, ne? So. Wie ist denn das bei dir, wenn du im Club gebucht bist? Bist du dann eigentlich für eine bestimmte Genreart irgendwie gebucht oder kannst du das aussuchen oder geht's nach Playtime oder wie weißt du, was du zu zocken hast? Das ist eine schwierige Frage. Ja, deswegen stelle ich sie aus. Ja. Das wäre es ja zu einfach hier. Hm. Soll ich noch eine Platte auflegen und dann. Kannst du machen. kriegst gleich noch ein bisschen Eis nach. Das hilft mir. Da richte ich mich nach Veranstaltungen und Playtime auf jeden Fall. Also, es gibt Veranstaltungen im Club, wo ich so Disco-House, Gute-Laune-House spiele. Nicht so schnell, nicht ganz so auf die Fresse, wo vielleicht mein Ziel auch mehr so ist, Leute abzuholen, ne, alles ein bisschen locker zu machen, vor allem, wenn man vielleicht am Anfang auch spielt und man weiß, nach einem sind noch 4 Stunden Musik, dann freuen sich die anderen DJs ja auch, wenn man noch nicht alle Hits rausgeballert hat. Wie, bist du kein Kollegenschwein? Ach, ich weiß ja, nicht, okay. Da müsste man die Kollegen fragen. In meinem Kopf bin ich das nicht, da denke ich mir, ich mache das immer ganz artig. Total nett, ja. Ja, nee, aber ich, also davon auf jeden Fall sehr abhängig. So. Finde ich aber schon schön, wenn du so in die Richtung denkst. Ich kenne das ja auch. Und gerade irgendwie, also bei mir war es ganz oft so, dass man so als Support-Act irgendwie eingeladen worden ist. Und da geht es ja nicht darum, dass du besser bist als der, der nach dir kommt, sondern da geht es einfach darum, die Leute vorzubereiten auf das, was dann gleich kommt. Passiert. Ja. Ne? So, ne? Aber ja, das stimmt. Da gibt es ja noch dieses Ding mit 3 Buchstaben. Wie nennt sich das nochmal? Ego. So, da steht manchen dann da, glaube ich, ein bisschen mehr im Weg. So, ist auch in der Plattentasche. Jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, cool. Und wenn du dir was aussuchen kannst, was ist deine Lieblings-Playtime? Was ist dein Lieblings-Style? Ich stelle nur solche Fragen. Du brauchst eine Antwort, eine klare Antwort. Weil das variiert. Es variiert. Ich,
Was ich halt auf jeden Fall sehr liebe und schätze, ist, wenn ich, weiß ich nicht, auf so einen Zeitraum von 3, 4 Monaten einfach wirklich ganz unterschiedliche Sachen gemacht habe. Es klingt vielleicht auch so, als hätte ich hier gar keinen Stil. Aber nein, also gar ich nicht. liebe es total. So, du, wir können wir Werbung machen? Darf man Kulturwerbung machen? Natürlich. Man darf Kulturwerbung machen. Ja, ja. Es stehen ja über diesen Reset e.V. und über diese Vollbart-Geschichten stehen ja noch 2 Events an. Ja, klar. So, am 13.8. und dann Ende August auch noch hier in der Suttmühle in Münster. Habe ich schon gehört, ja. 26.8. Kommt alle rum. Ja. So. So, und da freue ich mich halt total drauf, weil das halt so diese Challenge ist. Es ist ein offener Tag, es ist das breit gestreuteste und diverseste Publikum, was man sich irgendwie vorstellen kann, weil die da ja nicht alle hinkommen, um elektronische Musik im Freibad um 18, 19 Uhr zu hören, sondern die kommen für das Rahmenprogramm, die kommen, um eine gute Zeit zu haben. Da ist die Oma mit dabei und die Tante und die kleinen Kinder. Und wenn ich sowas irgendwie habe, aber ich habe dann vielleicht 2 Wochen später im Club dann irgendwie auch noch von 2 bis 3:30 oder so und kann die Sachen spielen, die ich dann quasi beim Freibad nicht spielen konnte, dann finde ich es halt richtig geil, weil ich feiere beides, auf jeden Fall. Ich finde die Herausforderung einfach immer cool, dass man da eine Crowd hat. So, und da hat ja jetzt auch keiner irgendwie eine Liste dabei ausgedruckt und sagt, ich mag das, ich mag das, ich mag das. Nee, es geht ja schon weiterhin um Crowd lesen können, ne? Ja, so. Und ja, voll. Irgendwie abzuschätzen, was denn da funktionieren mag. Genau, wo soll die Reise hingehen? Genau. Und das, also ich mag genau diese Herausforderung immer sehr. Und deswegen finde ich ist total es spannend, dass du das sagst. Ich kenne auch eine ganze Menge, die halt genau da, also die ein festes Setting oder einen festen Rahmen brauchen, weil sie sich sonst halt auch unsicher fühlen. Persönlich muss ich auch sagen, dass ich, das liegt aber jetzt vielleicht auch an den ganzen Streamings, die ich jetzt gemacht habe in der letzten Zeit, dass ich viel mehr Bock habe, halt auch breiter aufzulegen, so in der Richtung. Ich habe jetzt am letzten Wochenende habe ich auf einem Festival aufgelegt, wo die Leute im Schnitt doch schon einen Tacken älter waren, so. Was aber ultra viel Spaß gemacht hatten, weil die alle Bock auf Tanzen hatten, alle Bock auf eigentlich so Funk und Soul-Sachen hatten, aber eigentlich nicht auf die ganz alten Kamellen. Also konnte ich halt, das war auch schon so ein bisschen Four to the Floor-mäßig, so solche Sachen, also so New Soul-Sachen irgendwie auflegen. Und es war ein total schöner, weibiger Abend, den ich aber, also ohne eine einzige Hip-Hop-Platte zum Beispiel gezockt zu haben. So, ich glaube, ich war nicht bei einem Beat unter 105 BPM. Hatte ich auch schon lange nicht mehr. So 3 Stunden straight und schön oben geblieben. So, das war nice. Also, und sonst liebe ich es halt auch mal so 70 BPM, wie soll ich das sagen, Dubstep-Nummern oder sowas auch einzubauen. Mhm. Oder so Underground-artigen Kram, ne? So, den man vielleicht auch nicht gar nicht so bewusst auf dem Schirm hat, wenn man die Leute halt vorher ein bisschen weich gekocht hat, dass es dann geht. Man muss sie so ein bisschen vorbereiten, ne? Das ist ja, so, ja, klar. Das ist total schön, ne? Man weiß ja dann irgendwie so, wenn man so seine Platten sortiert, da weiß man, das sind so recht sichere, ne? Schlimmes Wort, aber massentaugliche Lieder. Ja. Und dann weiß man auch, dass man da Sachen dabei hat, die spezieller sind, aber wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Bock hat, die halt den Leuten einfach zu zeigen, weil man weiß, das kennen die nicht so. Und es ist eine geile Nummer und wenn man dann irgendwie davon überzeugt ist, dass es gerade reinpasst, aber das finde ich gerade ein bisschen vorbereiten. Das finde ich gerade total schön, was du da sagst, weil das ist für mich auch das, was DJing ausmacht. Eigentlich geht es ja nicht nur darum, dass man die Nummern spielt, die alle anderen kennen, sondern man will ja die Nummern auch eben präsentieren, die man schön findet. Man will ja die Musik zeigen oder jetzt laut hören lassen, so, die man halt für sich selected hat, so, ne, ja. Und ohne jetzt einen erhobenen Zeigefinger aus meiner Sicht, aber ich finde das halt, es machen sich da manche Leute einfach viel zu einfach und ich finde, das ist die Kunst des DJing, also Crowdlesen, raffen, wohin die Reise geht und dann vielleicht die Reise noch so ein bisschen mit der Route links und rechts zu 2, 3 anderen Sehenswürdigkeiten zu führen und wenn man Glück hat, vertrauen die einem so sehr, dass die Reiseführung eigentlich komplett in deiner Hand liegt. So. Ja, dass man so ein paar Kurven mitnimmt. Genau. Links und bester rechts. Abend. Mhm. Immer wieder so. Schwung holen. Auf jeden Fall. Ach schön, auf jeden Fall. Ja, danke. Danke für diese Einsicht, Innenansicht. So, genau. Einsicht brauche ich bei dir nicht. Ich glaube, die hast du. So, cool. Komm, legen wir noch mal eine Scheibe hinterher. Was würdest du jetzt raussuchen? Jetzt haben wir also ich greife einfach die Worte auf, die du so benutzt und wir haben jetzt Funk, Soul, okay. Disco so abgesprochen und dann würde ich mal Funk raushauen. Ja, gerne. The Meters, tolle Band. Klar. Mhm. Ja.
funky as hell. Also für mich ist es so geil. Also da könnte ich auch theoretisch wirklich jeden einzelnen Track dieser Platte Ja, hallo, Beyoncé haben spielen. die Die ist Song einfach nur klasse. gesampelt. So, ja klar, Ja, ne? Dann alles, dann muss ja gut sein. Muss es gut sein. Aber ich glaube, welche nehme ich denn? Ich glaube, ich nehme Just Kissed My Baby. Oh. Ja? Ja, Ja, so ein bitte. sexy Basslauf. Einfach der Wahnsinn. Das ist groß, auf jeden Fall. Sag nochmal, auf welchem Album das Ding drauf ist. Auf dem Album Rejuvenation, 1974, glaube ich. Muss man nachgucken. Schon ein bisschen älter auf jeden Fall. Auf Haben wir es denn? Reprise Records. Schönes Label. Reiche ich nach. Ich finde es gerade nicht. Ja, finden wir Ich schon. suche mal Wir erstmal den haben richtigen Track uns mit ja der auch richtigen Brille. undercover schon geeinigt. Wir werden wieder versuchen, eine kleine Playlist irgendwie für diese Sendung zusammenzustellen. Und könnt ihr das hinter im Mixcloud-Archiv nachbewundern. So, und ansonsten, falls ihr wissen wollt, was Sache ist. Wie gesagt, wir benutzen auch gerne diesen Chat hier. Oder schreibt uns irgendwie mit einer Brieftaube oder weiß ich nicht was. Sprecht uns bitte an. So, genau. Ach schön, Meters. Just kissed my baby. Ja, wie gesagt, nach wie vor kein Kopfhörer hier. Aber damit hast du mir aber echt einen Gefallen getan. Das haben wir gar nicht geguckt, ne? Wir haben über alles Mögliche gesprochen offline. Irgendwie. Warte, steht das denn hier drauf vielleicht? 74. Zweiter. Genau. Ja, danke fürs Mitbringen. So, ich habe auch noch von den eine sehr schöne Coverversion davon, von den Killer-Meters. So, ja, wirklich, heißen so. Als Original und als A cappella-Vocal-Version und als Dub-Version. So, also kannst du dir auch noch vorstellen, wo es dann in der Reise hingeht. Und das hatte ich dir ja eben offline gesagt. Ich verbinde mit dem Sample auch noch einen Übergang halt zu einem, ich meine, Kongonetti. Drum-Bass-Stück, so, das feiere ich halt bis heute. Und wenn ich live auflege, mache ich das im Übrigen ganz gerne. Dann spiele ich die beiden direkt hintereinander. Zeige ich dir mal. So, ich muss die Tja. nur raussuchen. Ich glaube, ich habe die immer noch nicht digitalisiert, fällt mir gerade ein. Verdammte Axt, schon wieder was auf dem To-Do-Zettel. Perfekt. Oh Mann, danke Jan. Echt, Gerne, gerne, danke Herbert. Dafür bin ich da. Ein bisschen Stress machen. Jan. Was liegt denn sonst so bei dir noch in nächster Zeit an? Also meinst du ja eben schon, Freubad, im Rahmen des Resets ein bisschen auflegen. Heute bist du auch noch ein bisschen beschäftigt, ne? Ja, genau. Ich fahre nach unserem Talk, Mhm. packe ich meinen Plattenrucksack und dann düse ich ins Amp. Yeah. Club macht es ja heute. Das heißt, House und wahrscheinlich auch Techno dann irgendwann später nachts. Ja, spiele ich von 0 bis halb 3. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe auch Bock. So, normalerweise sind die Slots 1,5 Stunden, ne? Und jetzt sind es 2,5 Stunden. Oh, das, also Ist geil halt, ne? ich persönlich mag es halt auch, wenn man so weiß, okay, 1,5 Stunden, dann kann man sich da irgendwie so drauf vor. Aber ich mag auch, also wenn du halt so ein bisschen mehr Zeit hast und da nicht so ein Druck ist, gerade am Anfang, finde ich, dann kann man auch schön was aufbauen, ne? So. Ja, voll. Also so richtig, richtig geil finde ich so diese All-Nighter-Dinger, ne? Wo du so wirklich so echt so 6 Stunden zockst. Das ist natürlich brutal Ja, ich anstrengend. wollte gerade sagen. Das ist sehr, sehr anstrengend, aber das finde ich dann richtig hammergeil. Bei diesen 1,5-Stunden-Dingern voll so. Man kann da so ein bisschen planen. Aber also, ich habe früher sehr, sehr viel geplant, tatsächlich. Man muss jetzt auch nochmal dazu sagen, wenn ich in den Club gehe, ne, ich habe auch meine USB-Sticks dabei. Und wenn man nur mit Platten auflegt, dann Bist nimmt du man halt begrenzt, mit, bist was du man limitiert. mitnimmt. Ja, Und dann klar. muss man natürlich noch mehr planen. So nehme ich Platten mit, wo ich weiß, ich habe ziemlich sicher Bock darauf, die zu spielen. Aber wenn ich sie nicht spiele, habe ich halt noch, Ja. weiß ich nicht, wie viele Gigabyte da digital dabei. Ja. Deswegen muss man sich vorher nicht so einen Plan machen. War aber früher auch echt lange so, dass ich mir trotzdem einen Plan gemacht habe. Und das einfach irgendwie, um so irgendwo Halt zu haben und so eine Richtung zu haben. Bin ich zum Glück momentan komplett von weg. Ich hoffe, das bleibt so. Wie ist denn das im Moment in der House- und in der Techno-Szene? Hast du da einen Einblick, wie viel da noch überhaupt mit Vinyl aufgelegt wird oder wie viel Wert da überhaupt draufgelegt wird? Oder wird da überhaupt vom, Achtung, Staffelfrage, wird da auch vom Publikum drauf Wert gelegt? Ja, ich bin heute nicht für die Einfachen bekannt. So. Eine Frage, wo man gar nicht in Versuchung kommt, alles über einen Kamm zu scheren. Ja, vor allen Dingen mit Gefährlich. 2 Jahren Pause so, also Ja. das ist dann auch nochmal nicht wegzunegieren. Ne? Ja, ich kann natürlich jetzt auch nur aus meiner Bubble sprechen. Ja, Ne? Das ist ja natürlich. wie Bitte. immer. Und dadurch kann ich auch nur das sagen, was ich halt so mitbekomme durch die Clubs, die ich sehe und beobachte und die Partys, wo ich hingehe. Mein Eindruck ist, dass seit Corona,###
nennen wir mal die ganzen Partys, die so elektronische, ich bin jetzt ganz, ganz schwabbelig und alles nicht gut zu greifen, sagen wir elektronische Tanzveranstaltungen. Ja. Ja, ich hatte das Gefühl, dass da einfach grundsätzlich Gas gegeben. Also da wurde echt nochmal so richtig die BPM-Zahl hochgedreht, da ist richtig auf die Fresse. Also auch härter vom Sound und so. Viel härter, viel schneller, viel schneller vor allem. Und was heißt entsprechend? Das muss ja nicht zusammenhängen, aber ich habe den Eindruck, es geht beim Feiern momentan sehr viel mehr darum, dass es einfach ein krasses Tanzen, ein krasses Feiern ist. Und dass es weniger um dieses, wow, wie macht der das denn und wie macht die das und womit legt sie da gerade auf, so weniger um Technik, weniger um, um Vinyl oder nicht Vinyl geht, sondern dass es scheppert. Du bist nicht der Einzige, der mir das erzählt hat, so in der letzten Zeit. Das ist, vielleicht bin ich aber auch schon zu alt langsam. Ich weiß es ja gar nicht. Was soll ich denn jetzt sagen? Ja, also du nicht. Das ist mein Problem. Aber, ich finde es spannend. Also ich, wie gesagt, du bist nicht der Erste, der das irgendwie erzählt, so dass man das Gefühl hat, dass die Leute jetzt irgendwie maximal schnell irgendwie ihren Level oder ihr Spaßlevel erreichen wollen. Also ich habe da auch vollstes Verständnis für, ne? Es war 2 Jahre halt gar nichts und ja, jetzt gerade so die Leute, ne? Es kommen ja jetzt auch Leute in den Club, die vorher noch nie in einem Club waren, ne? Die ja auch nicht konnten. Ja, so, richtig, ne? Genau so. Und die haben das natürlich 1,5 Jahre lang aufgestaut. So, Münster hier, die Studentenstadt. Wenn man sich überlegt, die ganzen Leute, die hier erstmal 1,5, 2 Jahre digital studiert haben, ihre Leute kaum kennengelernt haben und dann ging es halt los. So, da war halt aber auch... Naja. Carla Radjada, ab geht's mäßig. So, ich glaube, da war dann einfach echt nicht mehr mit viel mit Anspruch, sondern das soll einfach knallen, das soll richtig abgehen und soll eine lange Nacht sein. Ja. Aber es gibt natürlich auch andere Partys, wo es mehr um Selected Music geht, wo die einzelnen Tracks, das Picking und vielleicht auch die Kunst des Auflegens mehr im Vordergrund stehen. Aber ich habe das Gefühl, dass es wesentlich weniger geworden. Und ich habe auch das Gefühl, dass es nur mein Gefühl. Bitte, liebe Clubs, ihr könnt es gerne alle anders machen und mich vom Gegenteil überzeugen. Aber ich habe so das Gefühl, dass das so, wo es quasi so mehr um die Wertschätzung des Auflegens und der Musik an sich geht, vielleicht, dass das ein bisschen mehr von den Clubs weg in Cafés, Bars, Picknick, DJ-Picknicke, sonstiges geht. Aber so dieses Club-Game ist, weiß ich nicht. Mein Eindruck ist zumindest, dass das ja, ich schneller ist. Also jetzt in der Münster-Bubble, die ich halt sehe, kann ich auch nur sagen, elektronische Veranstaltungen sind schon sehr, sehr stark gerade und ich glaube da auch eher Richtung Techno als Richtung House. So, ne? Wenn man jetzt von bestimmten Strandveranstaltungslocations absieht vielleicht. So. Naja, ja, spannend. Danke für den Einblick so in der Richtung. Nur ein Einblick auf jeden Fall. Ja, ja. Danke für deinen subjektiven, wir nageln dich drauf fest, Einblick. Perfekt. Nein, komm, zieh noch mal eine Scheibe raus. Was hören wir jetzt? Jetzt müsst du was brutal Hartes hören eigentlich, ne? Ich hab, dann müsste ich an die Plattenkiste, die für gleich ist. Nee, ich habe gar nicht so wirklich viel Hartes dabei. Nee, ich höre halt auch gerne viel entspannte Musik. Ich bin ein echt entspannter Mensch. Spiel bitte, wonach dir ist. Das ist ja genau das Ding. Also die Plattengeschichten sind ja damals auch entstanden. Hatte ich dir ja auch irgendwie am Anfang noch irgendwie erzählt, weil ich mal gefragt worden bin, spiel mal deine Top 10 vor. Abgesehen, dass ich es total schwierig finde, 10 Platten in einer Reihenfolge zu priorisieren und zu sagen, das sind jetzt meine Lieblingsstücke in genau dieser Reihenfolge. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie dir das geht. Konntest du das? Also vielleicht für den Tag, aber... Ich frage genau das und ich frage mich auch, und ich weiß nicht, ob es einfacher oder genauso schwer wäre, wenn man zumindest sagen würde, deine 10 liebsten Hip-Hop-Platten oder deine 10 liebsten Techno-Platten. Das wäre... Also, ich wollte halt am liebsten schon 7 Genres mitbringen, weißt du? Ja. Das ist schwierig. Nein, bin ich komplett bei dir. Wie gesagt, das war für mich halt auch so ein schwieriges Ding. So, insofern, mir ging es jetzt nur darum, spiel bitte, was du meinst und was du fühlst. So, so ganz einfache Kiste. Das sind die Platten. Also so wie immer. Natürlich. dann spiele ich als nächstes Moomin, Künstler von dem Label Smallville Records. Ja. Das gibt es auch noch in Hamburg. Die hatten auch einen Plattenladen in Hamburg, in St. Pauli, glaube ich sogar, der leider dicht gemacht hat. Ich dachte erst das ganze Label. Das wäre richtig traurig gewesen, weil es ist ein sehr, sehr tolles Label. Schöne Hausmusik. Recht entspannte, minimalistische Hausmusik, würde ich sagen. Also dieser Moomin-Sound. Wir hören jetzt gleich ein Lied. Ich werde You spielen
von der Platte The Story About You. Ja. Der hat für mich einen sehr, sehr klaren Sound und das ist eigentlich der Sound von dem ganzen Label. Also das ist ein sehr, sehr prägnanter Sound und wenn man das mag, also wenn ihr gleich das hier mögt, dann könnt ihr auf jeden Fall Smallville Records auschecken und eigentlich auf Verdacht mehr oder weniger ein paar Platten kaufen. Das geht sehr gut. Okay, spannend. Wie bist du auf Smallville Records gekommen? Also wie hast du die damals kennengelernt? Weißt du das noch? Oder waren sie einfach irgendwann in deinem Card oder in deiner Hand im Plattenladen? Irgendwie, auf jeden Fall über Moomin. Also Moomin war der Künstler und über den Künstler kam dann das Label. Ah, und darüber habe ich erkannt so, okay, Moomin, mega geiler Künstler. Okay, Smallville, mega geiles Label. So war der Weg da für mich. Okay. Ist es denn im Hausbereich so, dass die Leute größtenteils auf einem Label irgendwie veröffentlichen? Nee. Ich stelle mir so ganz dumme Fragen. Die ich natürlich heute auch nur wieder sehr subjektiv mit einem Anblick. Also so als Beispiel, das finde ich halt total faszinierend, irgendwie jetzt zum Beispiel am Drum Bass, wo man das Gefühl hat, okay, ja, es gibt ein paar Exclusives, aber ansonsten entscheidet der Sound des jeweiligen Stücks mehr oder weniger, welches Label den rausbringt. So hätte ich aber auch jetzt geantwortet. Okay. Also zum Beispiel die letzte LP von Moomin ist auf einem ganz anderen Label rausgekommen. Ich weiß gerade nicht welches. Ja, aber da geht es schon viel nach Sound tatsächlich. Und ich glaube, da geht es auch viel nach Kollaps und dann hat da mal einer mit Views oder da hat einer zwei Sachen eingespielt und dann kommt das da mal auf ein Label, damit man ein paar neue Leute erreicht, ne? Vernetzung und so. Ja. Schätze ich mal. Alles gute Gründe. Aber ich hole jetzt mal Hugh raus. Von ja, Moomin. Mach das bitte. Auf jeden Fall. Sehr schön. Oh, schönes Cover. Darf ich die Platte mal sehen? Hätte ich nicht malen können. Stefan Marx ist, glaube ich, der Künstler. Steht da wahrscheinlich irgendwo auch. Der gestaltet fast alle Cover. Und die machen auch so ein paar Poster etc. Sehr schöner Künstler. Auf jeden Fall. Okay. Das sind fast alles sehr geile Cover von Smallville. Wow. Ja, und das Schöne an diesen Sleeve Notes, ne? And special thanks goes out to you for listening and playing. Genau das machen wir heute. Vielen Dank, liebe Smallville, Leute. The Mucke. LP Nummer 4. There we go.
so schön auslaufen würde. Oh, schön. Ja, von Fade Out haben die auch noch nie gehört, ne? Genau. Sehr schön, sehr schön. Auf Smallville. Oh, jetzt habe ich wieder den Act-Namen vergessen. Mia. Nee. Moomin. Okay. Sehr schön. Ein Kindercomic Moomin. Ich muss das jetzt wiederholen wegen Mikro und so ein Krams. Okay, nee, kannte ich nicht. Aber sehr, 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 sehr schöner Sound. Gefällt mir. Tönt. So, definitiv. Ja, krass. Ich habe dich auch eigentlich schon mit ganz schwierigen Fragen leer gefragt gerade. Ja, auf jeden Fall. Das war nicht einfach. Eine Frage, die haben wir aber noch nicht gestellt. Mhm. Wie bist du auf deinen DJ-Namen gekommen? Weil also jetzt FAC und Jan, da fällt mir jetzt nicht gerade eine klassische Überleitung zu ein. Ja, ach, das ist gut, dass du das fragst. Also ich hasse die Frage, ich hasse diese Frage, weil ich mit der Antwort nicht unbedingt so zufrieden bin, aber echt? Ich finde es ja schön, das dann auch mit Leuten zu teilen. Dann haben es ein paar gehört und fragen mich nicht mehr. Das ist ja, komm, aber gefragt wird man ja zwischendurch ja, mal, ne? Ja, ja, das stimmt. So, was steckt dahinter? Zeitdruck auf jeden Fall erstmal. Also ich sollte irgendwo auflegen und das sollte angekündigt werden und das war der erste Gig und es war so am Dienstag so von wegen, hey, wir würden jetzt gerne noch für Facebook was fertig machen. Schreib mal bis morgen, was wir da hinschreiben sollen. Da dachte ich mir so, dann brauche ich einen Namen. Und dann war ich ganz schön viel am Grübeln und ich wollte einfach meinen Klarnamen ganz gerne aus der Sache raushalten. Was ja manche mittlerweile wirklich durchaus machen, ne? Also ihren Klarnamen nehmen. Ja. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich finde das auch ganz schön, irgendwie ein bisschen zu trennen. Ich meine, muss jetzt auch nicht tun, als hätte ich ein riesiges Künstler-Alias, aber es ist trotzdem ganz angenehm. Ne? Auch für diese ganze Instagram-Welt und alles mögliche, Social Media, da ist es auch schön, irgendwo so ein bisschen noch privat was zu haben, sagen, was abzusplitten. Die heißen nur Freunde, das sind nicht unbedingt alles deine Freunde. Ja, doch, das sind alles meine Freunde. Okay, gut. Die kommen auch gleich alle noch. Ja, was steckt dahinter? Also, Zeitdruck, habe ich gesagt. Und dann war ich da und ich bin tendenziell ein recht verkopfter Mensch. Und gerade wenn ich irgendwie wenig Ahnung habe, dann denke ich abstrakt, super kompliziert. Und ja, habe dann irgendwelche Konzepte im Kopf und komme dann irgendwann auf ein Produkt und diese Gedankengänge sind so weit weg, dass mir keiner folgen kann. Aber ich hole euch jetzt ab. Ich habe mir überlegt, okay, wie will ich denn heißen? Dann habe ich mir überlegt, okay, was will ich denn für ein DJ sein? Dann habe ich mir gedacht, was finde ich denn kacke an so vielen DJs? Auch gut, ne? Da anzusetzen, wo man sich von abgrenzen möchte. Und wir sind hier bei Plattengeschichten. Ich bin vor allem DJ, weil ich behaupte, ich habe einen guten Musikgeschmack. Der Meinung bin ich. Und mir geht es um die Musik, die ich spiele. So, das sind alles nicht meine Tracks. Ich habe die alle nicht gemacht. Ich bin halt derjenige, der sie dann irgendwie reinmischt und der gerade im Kopf hat, das Ding möchte ich jetzt spielen. Aber ich finde, die Credits gehören zu 100% den Künstlern, die die Tracks produziert haben und gemacht haben. Oh, okay. Und ja, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, wie kriege ich das jetzt pointiert irgendwie in einen Namen rein? Und FAC ist Französisch und ich spreche noch nicht mal Französisch. Das macht das Ganze noch sinnvoller. Und es steht für wo steht das? So, sich zurücknehmen, zurückhalten, bescheiden, sowas. Und ich dachte mir so, ja geil, das ist eigentlich, worum es mir geht, beim Auflegen. Und dann habe ich mir diesen DJ-Namen gegeben und seitdem habe ich den halt bei mir und ziehe den mit mir mit, weil... Ich finde den aber echt was mit... Also danke für die Erklärung, ich finde das ja, richtig dope. Ja, gerne. Ja, jetzt ist er auch cool dann, ne? Dadurch wird es dann schon cooler, aber das lässt man kann man den Namen so schwer entnehmen. Also bei mir war es auch so, dass ich irgendwann mir einen DJ-Namen geben musste in dem Sinne und es ist irgendwie gefühlt erstmal ja, man muss diesen Namen ja irgendwie annehmen. Unseren Rufnamen, den kennen wir halt schon seit Tag 1, ne? So, und da ist man irgendwie auch dran gewöhnt. Bei mir war definitiv eine lange Zeit auch das Ding, ob ich mich DJ weiterhin nenne. So, also mein DJ-Name ist ja DJ Art, mein Produzentenname ist Art Was Here. So, oder auch Artwascher. Nein, das war ein Scherz. Ich immer so gelesen. Und eine lange Zeit war dieses DJ halt davor so ein Ding, wo ich richtig mit gehadert habe, so, weil ich fand, dass das ähnlich wie
ich sag jetzt mal im Hip-Hop, oh, Entschuldigung, wäre ich doch glatt sprachlos. Im Hip-Hop gibt es zum Beispiel auch den Titel MC für Leute, die beim Rappen vorne stehen. Der steht für Master of Ceremony. Und eigentlich ist das ein Titel, den gibt man sich nicht selber, der wird vergeben. Ja, also eigentlich vergibt auch die Crowd diesen Titel. So. Mhm. Und ein Disc-Jockey, so ein Scheibenreiter zu sein, also ich hoffe, ich bin es. So, ich lasse ihn auch mittlerweile bewusst auch stehen, um mich davon abzugrenzen, dass ich halt sage, okay, nee, ich lege wirklich auch bewusst Scheiben auf, so in dem Sinne, und versuche damit was zu machen und sie nicht nur hintereinander zu spielen. Aber eine Zeit lang habe ich mich wirklich gerade mit diesen beiden Buchstaben total schwer getan und auch mitgekriegt, wie viele Leute auch das mittlerweile weggelassen haben. So, ne? Also bei mir ist es DJ Art, definitiv. So, naja. Ist doch gut, hast du schnell gefunden. Da wissen die Leute, wie sie es aussprechen, denke ich. Jetzt wissen sie es. So, ich bin, also ich glaube, wie es ausgesprochen wird, das ist dann noch eine zweite Sache. Da habe ich mir, glaube ich, taktisch keinen guten Namen ausgesucht. Aber im Endeffekt wird es erkannt und egal, wie sie es aussprechen, wenn sie einen damit verbinden, dann ist doch alles cool. So, in der Richtung. So. Das ist das Wichtigste, das stimmt. Auf jeden Fall. Und jetzt weiß ich ja auch, sogar wenn man Französisch deinen Namen richtig ausspricht, dann heißt alles das perfekt. Was. Bedeutet das noch was? Nein, sehr schön, sehr schön. Ein, zwei Nummern kriegen wir noch hin, oder? Was sagt die Uhr? Ja, die kriegen wir noch hin. Ja? Ja, die kriegen wir noch hin. Ja, dann würde ich jetzt mal gerne in eine ganz andere Richtung gehen. Gerne. Und damit, ja, ich glaube, das geht dann so in die Richtung, die man halt ganz, ganz selten nur spielt. Leider. Ist das denn so, kaufst du dir auch Platten nur zum Hören oder kaufst du nur ausschließlich für einen Club? Ich kauf mir auf jeden Fall Platten zum Hören. Okay. Auf jeden Fall. Ich finde es dann auch geil, wenn, wir haben ja schon über die Diversität von Veranstaltungen gesprochen. Ja. Vielleicht ist da mal eine dabei, wo man die Dinger spielen kann. Und dann ist natürlich ein besonderer Moment. Dann ja, ist auf jeden es Fall. Immer so ein besonderer Moment. Und genau das ist, kann ich jetzt quasi sagen, denn ich hatte... Genau, Mama, ich wusste es, ich habe recht. Ich werde diese Platte irgendwann nochmal auflegen. Ne? Genau. Hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Nein, grundsätzlich lohnt es sich immer, Platten zu kaufen mit guter Musik drauf. Egal, ob man sie spielt oder nicht. Es ist ein gutes, tolles Investment. Support the artists. Voll, so, voll. Ja, und ich war früher... war ich sehr in so einer, ich weiß gar nicht, wie ich da reingekommen bin, schon wieder nicht, aber es war so eine elektronische, artsy Musikrichtung. Schwer zu beschreiben. Irgendwo zwischen Ambient, Deep Elektronik, meiner Ansicht nach super komplexe, total berührende Musik, die du aber wirklich nicht zum, also die kannst du nicht im Club spielen, das funktioniert nicht. Es ist keine Tanzmusik eigentlich, auch wenn sie vielleicht solche Elemente manchmal hat. Mhm. Ist auch keine Picknickmusik, dafür ist sie zu sphärisch, zu... Also es ist eigentlich Filmmusik. Für mich ist das so richtig krasse, geile Filmmusik. Und einmal durfte ich im LWL-Museum für Kunst und Kultur auflegen, so einen langen Freitag. Und da habe ich nur solche Mucke mitgenommen. Weil, ne, wer den Raum kennt, das ist ein sehr, sehr großes, riesiges, weißes Foyer. Sehr harte, klare Kanten und Formen. Und da so von der ganzen Atmosphäre, es ist ein Museum, es ist eine Kulturveranstaltung, da dann so richtig diepe elektronische Musik, die da quasi so musikalische Wellen da in dieses Foyer hineinlegt, das war richtig toll. Und das würde ich jetzt gerne auch präsentieren, denn da habe ich zum Beispiel Valentin Stipp gespielt. Das ist ein junger, talentierter Produzent, der kommt ursprünglich vom klassischen Piano und ist dann Richtung elektronische Musik gegangen. Dieses wunderschöne Album, Sigh heißt es, S-I-G-H, ich würde Sigh aussprechen. Sigh, ja. Seufzt. Ja, da muss ich mich jetzt nur noch überlegen, welche ich da spiele. Toll, toll, also ihr kriegt halt jetzt nur einen Track, aber von dem einen Track könnt ihr euch auch nicht herleiten, wie die anderen sind. Denn sie sind sehr, sehr divers, man findet extrem viel. Gucken wir mal, was wir jetzt hören. Ich sag's nachher, ich weiß es gerade noch nicht. Ja, alles gut, such mal in Ruhe aus, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Finde ich sehr schön, die Gedanken dazu. Also, gerade wenn du mit Vinyl auflegst, du musst jetzt nichts sagen, du musst nur zuhören. Also, und du bei solchen Gigs bist und du dir vorher Gedanken machst, welchen Sound du spielst, ich meine, das ist ja genau das Thema, ne? Dass man da wirklich die richtigen Platten dabei hat. So, ich bin ja mittlerweile auch in dieses Traktor-Serato-Land irgendwie eingezogen und muss sagen, dass ich
wie soll ich das sagen, digitale Schallplatten auflegen, so dass ich das schon extremst feiere, weil ich eben mir dann, ja, da muss ich mir halt vorher meine Gedanken anhand von Playlisten machen. Das macht schon um einiges einfacher. Und es hat weiterhin auch noch den Vorteil, dass ich Tracks spielen kann, die es auch nicht auf Vinyl gibt. Also ich nehme in der Regel die Platten vorher auf und ich würde sagen, immer noch zu 90% ist der Sound, den ich spiele, von Vinyl, aber eben aufgenommen. So, also ich verbringe viel zu viel Zeit damit, die Sachen vorzubereiten. Guter Übergang. Genau. Thank you.
Das ist aber auch definitiv Kopfkino-Sound. Meine Herren, das passt. Sehr, sehr schön. Okay, wir haben uns gerade intern geeinigt. Zwei Scheiben spielen wir auf jeden Fall noch. Wir ziehen diese Plattengeschichte in die maximale Länge. So, genau, das muss sein. Wunderschönes Stück. Meine Güte. Schöne Bandbreite heute ja, wieder. Ja, schön. Schön, dass du es so auch feierst. Oder dass du höflich bist. Ich bin, nee, gar nicht. Ich bin mega Fan auch von Bonobo zum Beispiel. Mhm. Oder ich mag auch diese Burial-Geschichten total gerne, die jetzt ja noch ein bisschen krasser sind, so was das angeht vielleicht. Ich bin mega Fan gewesen von den alten Ninja-Tune-Geschichten oder von den ersten Sachen. Ja, geil. Ich bin nur gerade total erstaunt, dass diese Platte so hart an mir vorbeigegangen ist. Das ist, da möchte ich mich aber auch rühmen. Sie hat nie großen Bekanntheitsgrad erlangt bisher, was schade ist. Jetzt wird sie extrem teuer, weil dieser Plattengeschichte. Es wird mich freuen, weil, also, es war wirklich nicht einfach, jetzt eine Auswahl von Platten dabei zu haben, aber die war ganz schnell gegriffen. Ja. Beziehungsweise ich musste mich zwischen ihr und der ersten LP entscheiden. Das ist die zweite. Die erste habe ich aber auch in einer hässlichen Druckversion, muss ich echt sagen. Da ist ein schönes Cover dabei. Deswegen, auch was fürs Auge. Auch was fürs Auge. Großartige Platte. Nein, großartiger Sound. Also ich, wie du eben schon sagtest, also man merkt, dass der Typ was am Klavier gelernt hat. Also das ist ein richtig schön arrangiertes Stück Musik gewesen. Und wenn du sagst, dass die anderen Stücke sich auch noch so hart unterscheiden, macht das echt Lust auf mehr. Wie gesagt, ich habe dich ja schon festgenagelt auf, ich brauche auf jeden Fall noch die Playlist dafür. Die haben es bisher eigentlich fast immer bei den Plattengeschichten geschafft, euch eine irgendwie bereitzustellen. Wir arbeiten hart dran, oder? Dass das auch diesmal klappt. Wenn ihr euch hier fragt, was ich zwischendurch am Handy mache, das ist natürlich eine Notiz und ich schreibe mir auf, welche Lieder ich... Echt? Und ich dachte schon die ganze Zeit, ich wollte nur nicht unverschämt fragen. Nee, tatsächlich. Ich bin live dabei. Auch nichts sehr vergessen. Gut. Toll. Danke dir. Cool. Ja, zwei Platten haben wir noch, ne? Hast du schon eine im Kopf für gleich? Also die nächste? Du hast ausgesucht. Ich habe hier noch zwei dabei. Es ist eigentlich nur noch die Frage, in welcher Reihenfolge sie gespielt werden. Mhm. Okay. Dann haue ich vorher noch mal die Frage raus. Wie verbinde ich Jan oder FAC mit dem Projekt Tagträumer? Das steckt in der Person. Ich habe auch damit viel zu tun. Erzähl doch einmal kurz irgendwie für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Ja, geil. Bisschen Social Werbung machen. Ja, sicher. Mache ich sehr gerne. Tagträumer e.V. ist ein Spendenverein aus Münster. Den habe ich mit ein paar anderen Leuten gegründet. Den gibt es auch schon seit 10 Jahren. Und einfach gesagt, was wir machen, sind Kultur- und Bildungsveranstaltungen hier in Münster mit dem Ziel, dass alle Leute, die da hinkommen, irgendwie was Positives mitnehmen. Mhm. Also das Thema Spenden ist sehr, sehr gerne sehr negativ, sehr viel über Mitleid, sehr, wodurch eine Hierarchie entsteht. Mhm. Ja, ne? Also wir haben uns einige Gedanken gemacht und Spaß ist halt auch schöner als Mitleid und schlechtes Gewissen. Deswegen ist unser Ziel hier in Münster, Kultur, Bildungsveranstaltungen zu machen. Wir machen auch Partys und die Gelder, die wir einnehmen, schicken wir an zwei Hilfsprojekte im Ausland. Das sind Bildungsprojekte in Uganda und in Brasilien. Und alles, was wir machen, machen wir ehrenamtlich mit gutem Wunsch und gutem Willen. Wow, okay. Ja, also dafür darfst du sehr gerne hier Werbung machen. Check gut. Das mal aus. Gibt auch eine Internetseite zu dem ganzen Gedöns. So. Das ist richtig. Da war ich auch schon drauf. So, auf jeden Fall. Stark von dir. Ich war drauf. Gespendet, das muss ich noch nachholen. So, auf jeden Fall. Nein, Hammer. Ehrlich gesagt, das war auch der erste Moment, wie ich dich das erste Mal irgendwie in den Kopf gekriegt habe. Also vorm Auflegen. So und wusste, dass du das irgendwie nebenher noch mit betreibst. Finde ich sowieso spannend. Also als, wie soll ich das sagen? Als musikauflegende Menschen haben wir ja sonst nichts zu tun, ne? So. Dir wird also auch langweilig. Dir wird auch nicht langweilig nebenher. Das ist schön zu hören. Habt ihr damit irgendwie demnächst nochmal was vor? Gibt es irgendwas, was du in dem Rahmen promoten kannst, willst, möchtest? Da bahnt sich eine großartige Überleitung zu vielem an. Oh. Perfekt. Und die haben wir noch nicht mal abgesprochen. Nee. Ja, es läuft. Heute läuft's. Also wir können auf jeden Fall noch eine Party ankündigen. Mhm.
Unsere Partys heißen Nachtschwärmen und wir sind am 30. September im Hot Jazz Club in Münster. Mhm. Und Hot Jazz Club, erstmal toller Ort, um mal feiern zu gehen. Man ist ja selten tanzen. Ist eine schöne Stimmung, ein schöner Laden, ein schöner Vibe, der da entsteht, auf jeden Fall immer, grundsätzlich. Da machen wir sonst House, Disco, House, so einfachere, entspannte, gute Laune, Tanzmusik, so vom Plan her. Und diesmal sind wir thematisch auch unterwegs. Mhm. Ich habe gerade kurz gesagt, die beiden Bildungsprojekte sind in Uganda und in Brasilien. Mhm. Und das ist der musikalische Fokus für die Nacht, also All Night Long, African, Brazilian House, Deep House, Disco. Okay. Und die Überleitung ist, ich liebe brasilianische Musik, unglaublichst. Ja. Also ich habe einige Platten mit Disco-Musik aus Brasilien, mit sehr, sehr viel Bossa Nova. Ja. Ich habe auch so eine Multi-8-LP- Sampler-Box. Irgendwie die größten Hits aus Brasilien von The Reader's Digest oder sowas. Mhm. Also wirklich so richtig riesige Boxen, wo du einfach den Überblick direkt verlierst, welche Nummer das jetzt auf welcher Vinyl auf A oder B war. Ja, weil ich diese Musik so liebe. Hat mich total abgeholt. Kannst du ein bisschen Portugiesisch oder sowas? Irgendwie verstehst du die Texte so? Falar um pouco. Ah, okay. Mehr als der Standardsatz, damit habe ich gesagt, ich kann nur ein bisschen sprechen. Ja, ja. ich war selbst in Brasilien, auch bei dem Projekt von Tagtrauma, war ich 2 Monate vor Ort und habe das besucht und bin da noch ein bisschen rumgereist. Leider läuft vor Ort dann doch andere Musik mittlerweile. Die sind leider nicht in den 70ern, 60ern, 80ern geblieben. Nein. Schade, die haben da ein riesiges, tolles musikalisches Erbe. Mhm. Aber darüber habe ich natürlich trotzdem auch vor Ort noch viel mehr Bezug bekommen. Und wenn ich dann jetzt solche Musik höre, verbinde ich das mit Orten, die ich gesehen habe. Und dadurch bin ich wahrscheinlich einfach mit dem Herzen sehr nah dran. Aber grundsätzlich Bossa Nova, brasilianischer Soul, brasilianischer Disco, ganz großartig. Ich liebe diese Sprache. Ich finde sie einfach wunderschön. Ja, und das hilft ja schon mal, ne? Wenn so die Sprache im Lied schon mal einen selbst immer schon glücklich macht zu hören. Oh ja, auf jeden einfach. Fall. Dann ist es recht einfach. Ja, voll schön. Ich bin gespannt, was du gleich ziehst. So. Also ich spreche den immer falsch aus. Jorge Ben, finde ich total großartig. So, ja, definitiv. Ne? Also ich werde das jetzt nicht auflegen. Ich habe jetzt ein paar Platten dabei, die ich nicht auflege. Ach. Ja, ich habe einen Klassiker mitgebracht. Den werde ich jetzt gleich nicht spielen. Ich halte ihn mal hier hin. Dieses Cover sollte in vielen Haushalten auf jeden Fall sein. Getz Gilberto, quasi das Mutteralbum des Bossa Novas, zumindest was das internationale Ansehen angeht. Grandiose Platte. Darüber auch natürlich noch zu vielen weiteren Künstlern und noch mehr in diese Richtung gefunden. Ich lieb's total. Schmuckstück auf jeden Fall. Ja, also das einfach kurz, um einmal kurz eine sehr wichtige Weltkulturplatte hier einmal zu präsentieren. Nein, cool. Welche hast du denn mitgebracht? Welche hast du dir ausgesucht? Ich habe eine ausgesucht, zu der ich eine schöne kleine Geschichte habe. Okay. Und zwar ist das die hier. Ich hebe sie einfach mal so hoch. Sie ist nichtssagend und das Cover ist auch nicht das richtige Cover. Mhm. Ich habe diese Platte, das ist mein größter musikalischer Glücksgriff gewesen. Ach, okay. Die habe ich in Barcelona erworben auf einem Bazar. Und auf diesem, es war kein offener Marktbazar, sondern es war ein großes Haus. Unglaublich unsortiert. Da hast du alles bekommen. Also da waren wirklich elektronische Zahnbürsten, daneben waren dann Akkus und daneben waren dann Heckenschneidegeräte und weiß ich nicht was alles. Handytaschen. Und die hatten, die hatten wirklich einen Berg, irgendwo so einen Berg Platten. Und die Platten, die lagen halt wirklich so aufeinander. So richtig schön gestapelt. Ja, stapelmäßig, so bestimmt fast einen halben Meter hoch, 7 Stapel oder sowas. Okay. Ja, und das ging dann auch schon so, dass sie dann so zur Seite weggeslidet sind. Mhm. Ja, also so Riesenchaos. Ja, da waren dann auch keine schönen Plastikhüllen und nichts drum. Furchtbar. Und da habe ich mich einfach mal kurz so eine halbe Stunde hingesetzt. War nur scheiße. Es war eigentlich echt nur so, ne, da konntest du auch nichts vorhören, natürlich. Ne? Natürlich. Ja, echt nur so nach dem Picken. So von der Optik und da habe ich die rausgezogen. Ich habe, glaube ich, 2 Platten gekauft. Die eine war furchtbar scheiße.
Und die andere war die hier. Und das ist ein totales Fundstück. Ich bin richtig happy. Und wusstest du das schon, als du die Platte... Also kanntest du den Artist? Kanntest nein. du schon was? Nein. Wonach bin ich gegangen? Ich habe hier drauf geguckt. Da steht drauf Houseworks. Ja. Da dachte ich mir schon mal, das ist gut. Dann habe ich gelesen Vous Eu Amour. Ich habe es Französisch ausgesprochen, da habe ich auch Probleme. Ist Portugiesisch, ist auf jeden Fall Portugiesisch. Ja, und dann habe ich da gesehen, da steht irgendwas mit Tribal Mix, Original Mix, Club Mix. Und dann denke ich mir, das wird halt irgendein Klassiker sein und ein paar Edits davon. Und habe sie dann mitgenommen. Und die hat mich 25 Cent gekostet, die Platte. Da kann man eh schon nichts falsch machen. Und ich würde jetzt das Original spielen tatsächlich, weil okay. es ein wunderschönes Original ist. Dann haben wir so ein bisschen die Nähe zum Bossa Nova vielleicht. Ja. Ja, ist nicht ganz so billig Tech House-mäßig, dann einfach so eine Kickdrum drunter gelegt. Ja, der Track heißt Você e o Amor von Fluige und Bacara. Ich bin gespannt. Leg auf, bitte. Leg die Nadel in die Rille. So. Ja, Platten, wir haben heute echt hart wenig drüber gesprochen, wie man Platten deckt. So, und was für Geschichten dabei rumkommen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du das dann noch ausgegraben hast. Da gibt es ja wirklich so dieses, also das muss ich wirklich sagen, Vinyl sammeln, das bringt einen wirklich an skurrile Orte. Und auch dieses Körperliche, dass es einem wehtut, wenn man dann sieht, wie Platten manchmal dann halt auch misshandelt hingelegt werden. Das ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz wichtiger Moment. So, ich merke auch schon... Du hast heute die ganze Zeit irgendwie die richtigen Rillen getroffen, durchweg. Also wenn wir jetzt einmal die falsche Seite treffen. Es wäre die falsche Seite, dann würde ich mir rausnehmen, ja, dann, die richtige Seite aufzulegen noch. Das würde ich sagen, drehen wir sie einfach um. Okay, ja? Okay. Ich lege mal die Nadel auf und ich werde es nach wenigen Tönen hören. Ja, ja. Cool, los geht's. Mais gostosa que ninguém, você é o meu amor. Cheia de luz, como uma flor. Olhos azuis que dão calor. Filha do céu que namorou. Este pobre coração que só tinha pra viver as canções do seu violão. As canções do seu violão. Não me diga que você não é meu sonho de amor. Ai, se eu souber o que fiz pra favor. Você rompeu com este estranhador. Beijo de rosa que perfumou este pobre coração que só tinha pra viver as canções do seu violão. Mais gostosa que ninguém, você é o meu amor. Cheia de luz, como uma flor. Olhos azuis que dão calor. Filha do céu que namorou. Este pobre coração que só tinha pra viver as canções do seu violão. Canções do seu violão. Não me diga.
haz can sordos el violín. Qué bien perfumó este pobre corazón y haz can sordos el violín. Danke für diesen Einblick und für diese Plattengeschichte. So, oh Mann, ey, wir sind fast am Ende. Es ist, also wir sind mental, physisch und zeitmäßig fast am Ende, gerade glaube ich, weil es doch ein bisschen warm hier ist und das Eis langsam weg. Eine haben wir uns noch aufgehoben für den Schluss. Vielleicht ganz kurz, wenn man dich sucht, man findet dich als FAC in diesem großen weltweiten Instagram-Gewusel und so. Oh, ich weiß ja schon, was kommt. Geil. Okay, jetzt wolltest du noch mal einen nachlegen nach meinem One-Two-Episoden-Ding, ne? Ja, ja, dieses One-Two-Twit-One, One-Two-T-Two-Woon. Ja, ja, One-Two-Three. Kann ich mir nicht lassen. Genau. Okay, sorry, jetzt war ich so abgelenkt schon. Checkt FAC aus, bitte. Also es macht Spaß, ihm zuzuhören, nicht nur bei den Plattengeschichten. Ich kann das an dieser Stelle sagen. So, ich freue mich nämlich total, dass wir uns da auch auf musikalische Art über den Weg gelaufen sind nach längerer Zeit. Ja, voll, das finde ich auch richtig schön. Verdammt, schöne Begegnung. Verdammt kleine Stadt manchmal mit ganz vielen Ecken um die Ecke, dass man dann doch nicht irgendwie aufeinander trifft. Aber hat ja noch geklappt, würde ich sagen. Das ist so richtig. Abgesehen davon, dass du jetzt gleich irgendwie dich irgendwie aufmachst und ein bisschen spielst und so, und dort ist ja eben auch gesagt, wann war das nochmal, das Tagträuber-Event im Hot Club? Ich muss mich einmal kurz strecken. Ja, ja, du bist jetzt außerhalb der Kamera. Hallo. Schön im mittleren Hosenbereich, alles gut. So, wann war nochmal euer Tagträumer-Event? 30.09. 30.09.2022, falls ihr das 2023 hört, ihr seid zu spät. So. Das ist richtig. Genau. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, wo du regelmäßig bist? So, oder wo man dich hören kann und hast einen Krampf im Fuß? Ich muss auf Toilette. Du musst auf Toilette? Ey, Leute. Dringlich auf Toilette. Wisst ihr was? Wir legen jetzt die letzte Platte auf. Freuen uns drauf. Twittern. Und dann winken wir nochmal. See you later.